Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe mir spontan überlegt, heute mit euch zusammen ein Valentinstagsbild zu gestalten. Eine Postkarte. Und ja, dazu habe ich hier meine ganz frisch angekommenen Brushpens bereitgelegt. Ein Wasser, einen Pinsel, meinen Tee und ja, Bleistift und ja, Tintenroller. Ja, dann fange ich jetzt gleich mal an. Ich habe mir überlegt, ich mache daraus mehr so was wie eine Challenge für mich, eine Herausforderung. Und zwar überlege ich da gar nicht lang. Ich habe jetzt noch kein Motiv im Kopf und fange dann einfach an. Oder ich lasse das jetzt spontan kommen. Ich finde, so ist man dann doch am kreativsten, wenn man das dann einfach so zeichnet oder eben unter Druck macht. Da lege ich jetzt mal los. Und ja, da ich Katzen sehr gerne mag, ich habe das in einer meiner Videos auch schon mal erwähnt, wird das also ein Katzenbild werden. Ja, und ich denke mal, ist jetzt ganz kitschig, aber das passt nun mal auch zu Halloween. Diese Katze verschenkt gerade einen Luftballon an ihre Liebste. Und die kann ihr Glück noch gar nicht so richtig fassen. Ich finde das total niedlich. Und ja, und weil es so schön war, gibt es hier dann auch noch ein paar Herzchen. Ein bisschen spannender zu halten. Auch ein bisschen Schattierung und Hintergrund. Das Ganze soll nur so ein kleiner Ausschnitt sein. Das ist ja schließlich eine Postkarte. Und ja, am besten kommt das auch mit Farbe, deshalb machen wir da jetzt auch noch Farbe ran. Soll ja nicht so langweilig sein, nur schwarz-weiß. Ein paar Lichtreflexe dazu. Die Herzchen kriegen auch ihre Farbe. Ansonsten handelt sich das hier bei dem Kater um einen getigerten Kater. Dame. Ups, falscher Stift. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Dann gehen wir mit dem schwarzen ran. Das sollte nämlich ein schwarzer Stift werden. Sieht dann so. Genau. Nochmal auch ein bisschen mehr zeigen, dass es ein pelziges Katerchen ist. Und hier genauso. Auch mal ein bisschen mehr Fell an. Schatten.
Hintergrund ein hellblau. Jetzt kommt auch schon Pinsel zum Einsatz. Jetzt mal austesten, wie das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, auf jeden Fall, genau. Weil den Himmel, den will ich gar nicht so deutlich. Also da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt, dass die Linien so gut gesehen werden. Der kann ruhig so ein bisschen verschwommen sein. Ja. So. Überall so ein bisschen Farbe. Und dann kann das gleich. Genau so. Habe ich ganz viel Wasser benutzen, dass das auch ordentlich vom Papier aufgenommen wird und dann auch zerläuft und ordentlich Himmel ist. So. So. Machen wir hier noch ein bisschen die Umgebung im Hintergrund. Mal angedeutet, weil die jetzt nicht die wichtigste ist. Ja, und dann last but not least gibt es hier noch eine nette Überschrift. Und zwar Happy. Ihr ahnt es schon. Happy Valentine's Day. So, das ist jetzt ganz spontan und auch noch nicht wirklich fertig, aber das ist jetzt die spontane Idee, die mir so durch den Hände, würde ich sagen, geschossen ist oder durch den Kopf geschossen ist und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.